Boah, ich bin echt ein bisschen fett geworden. Und so wirklich Appetit habe ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich mache einen Mini-Cut. Man weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich fett geworden bin. Eventuell daran, dass ich jeden Morgen mittlerweile ausgiebig frühstücke. Es gibt Brötchen, Kiwi, Avocado, Ei. Ja, danke, danke dir. Wegen dir bin ich fett geworden. Ja. Kann ich mal, kannst du kurz Formcheck machen? Einmal kurz. Das Licht gut. Fertig. Wann oder warum solltest du überhaupt einen Mini-Cut machen? Ein guter Grund, einen Mini-Cut zu machen, ist immer, wenn du ein bisschen speckig geworden bist und dich einfach unwohl fühlst. Ist voll in Ordnung, dann einfach mal einen Mini-Cut zu machen. Ein zweiter Grund ist, wenn eine Diät bevorsteht. Einfach mal einen Mini-Cut machen, dann wieder ein paar Wochen auf die Off-Season-Kalorien zurück und in die Prep starten. Dadurch wird die eigentliche Diät auf jeden Fall deutlich kürzer und vermutlich deutlich angenehmer. Ein dritter guter Grund sind zum Beispiel Verdauungsprobleme oder Appetitlosigkeit in der Off-Season. Wenn du ständig viel und lange isst und immer noch mehr essen musst, um weiter zuzunehmen und dir zunehmen und viel Essen einfach schwerfällt und dir das Essen mit der Zeit einfach zum Hals raushängt, dann kannst du einfach mal einen Mini-Cut einschieben. Sicherlich wird es deiner Verdauung gut tun und anschließend wirst du deutlich mehr Appetit haben, um dann wieder vernünftig ein paar Wochen lang viele Kalorien essen zu können und wieder zuzunehmen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen speckig geworden. Ich habe aktuell mega Verdauungsprobleme, Hautprobleme und auch einfach absolut gar keinen Appetit mehr. Wird also allerhöchste Zeit für einen Mini-Cut. Heute steht auf jeden Fall Online-Coaching auf dem Programm und einige To-Dos, so wie jeden Montag. Und später geht es noch für mich ins Beintraining. Ich hoffe, das werde ich überleben, denn ich habe meinen Zyklus verkürzt. Ich werde anstatt 5 Wochen im Zyklus jetzt immer nur noch 4 Wochen im Zyklus trainieren. Bedeutet, ich starte mit einer 100% Ermittlung, also wie viel Gewicht kann ich bewegen, in welcher Übung, über welches Volumen. Und dann mache ich einen Deload, starte mit einer Intro quasi. Und aber aus der Intro gehe ich direkt in eine fast Overreaching Week wieder und leg nochmal einen drauf in der dritten Woche und dann wieder in den Deload. Bedeutet, mein Zyklus, mein Trainingszyklus, der hat sich dann deutlich verkürzt. Ich kann also öfter schwerer trainieren, hoffentlich. Das ist so die Idee dahinter. Also, dass ich nicht mehr ganz so lange overreache, aber dafür immer wieder öfter. Also eigentlich hochfrequenter overreache. Könnte ja Sinn machen. Willkommen in meinem Coaching-Raum. Hier an der Tafel erkläre ich euch jetzt, wie ich für mich meinen Mini-Cut berechne. Gründe für einen Mini-Cut habe ich euch ja bereits genannt. Und hier noch ein ganz einfacher Hack. Falls ihr einen Kaliper zu Hause habt, aber niemanden habt, der euch den Körperfettanteil messen kann, meistens ist die Hautfalte am Bauch gleich Körperfettanteil. Wenn ihr eine 7-Hautfalten-Messung macht, um euren Körperfettanteil zu ermitteln, dann ist meistens die Hautfalte gleich Körperfettanteil. Also wenn ihr hier zum Beispiel 17 mm misst an der Bauchfalte, dann ist in der Regel immer 16-18% am Ende der Körperfettanteil. Natürlich ist das Ganze mega individuell. Der eine hat mehr Fett an den Beinen, der andere hat mehr Fett an der Brust, am Bizeps, was auch immer. Aber in der Regel, wie gesagt, am Ende ist der Körperfettanteil meistens sehr nah an der Hautfalte. Vom Bauch. Das bedeutet, wenn ihr am Bauch messt, da könnt ihr ja selber messen, könnt ihr eigentlich schon ziemlich gut einschätzen, wie hoch euer Körperfettanteil ist. Aktuell wiege ich stabile 92,4 Kilogramm und meine Hautfalte ist in etwa 17 bis 18 mm. Bedeutet, vermutlich habe ich einen Körperfettanteil irgendwo zwischen 16-18%. Ich habe hier einmal eine Lean-Mass-Rechnung gemacht, 92,4 mal 0,16. In Prozent sind 14,78 Kilogramm subkutanes Fett
und 77,6 Kilogramm in etwa Lean Mass. In meinem Minicut möchte ich schon gerne auf 12% Körperfettanteil kommen. Darum mache ich diesen Minicut, um einfach wieder eine bessere Ausgangslage zu schaffen. Hormonell, aber auch einfach bedingt für die Offseason, damit ich einfach überhaupt wieder ein bisschen zunehmen kann, damit mein Appetit wieder steigt. Ich peile 88 Kilo an, dann müsste ich in etwa 12% Körperfettanteil haben und habe das einmal ganz genau berechnet. Dann bleibt das Lean Mass in etwa 77, x Kilogramm. Dafür müsste ich also 4,4 Kilogramm Fett verlieren mal 7000 Kalorien durch 45 Tage, sind in etwa 6 Wochen, die ich für meinen Minicut angepeilt habe, sind minus 680 Kalorien pro Tag und eine Gewichtsabnahmerate von 0,6 Kilogramm pro Woche. Bedeutet, meine aktuellen Erhaltungskalorien sind in etwa in der Theorie 3300 Kalorien. Aber meine Erhaltungskalorien aus der Praxis, und die sind viel aussagekräftiger, sind aktuell 3500 Kalorien. 3500 Kalorien minus 680 Kalorien Defizit für 45 Tage, 2850 Kalorien. Meine Makronährstoffe werde ich in etwa so einpeilen. 200 bis 220 Gramm Eiweiß, 320 Gramm Kohlenhydrate und 80 Gramm Fett. Ja, euch das Thema Ernährung und Muskelaufbau wirklich interessiert, dann kann ich euch nur mein E-Book Für immer fit empfehlen. Da erfahrt ihr wirklich alles, was man über die Ernährung wissen muss. Von optimaler Gewichtszunahmerate über Kalorien entsprechend richtig berechnen, Makro- und Mikronährstoffberechnung bis hin zur Empfehlung von Nahrungsergänzungsmitteln. Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung mit dem Code ANDRE30 könnt ihr stabile 30% sparen. Also wenn es dich interessiert, check mal unten den Link in der Videobeschreibung aus. Dort gibt es kostenlose Leseauszüge und auch das Inhaltsverzeichnis kann man einsehen. Das mit den Erhaltungskalorien ist immer so eine Sache, weil Erhaltungskalorien eigentlich bedeutet ja, du isst so und so viel Kalorien und dann nimmst du nicht an Gewicht ab. Ich habe jetzt hier mal was angezeichnet. Und zwar, wenn deine Erhaltungskalorien zum Beispiel auf 3300 Kalorien sind, ja, und du eine Nahrungsaufnahme hast von 3300 Kalorien, dann sollte sich ja hier nichts ändern. Das ist deine Nahrungsaufnahme, das ist dein aktueller Fettspeicher und das ist die Energie, die du jeden Tag verbrauchst. Solltest du jetzt 3500 Kalorien aber verbrauchen bzw. benötigen, führst nur 3300 Kalorien zu, dann kann dein Fettspeicher ja 200 Kalorien kompensieren. Dann hast du aber keine Erhaltungskalorie mehr. Das bedeutet, du hast ja schon eine Gewichtsabnahmerate. Im Endeffekt aber für deine aktive Masse ist das Erhaltungskalorie, weil dein Fettspeicher das kompensieren kann. Das bedeutet, du verlierst zwar Gewicht, du verlierst auch Körperfettanteil, aber eigentlich befindest du dich nicht in einem großen Kaloriendefizit, sodass du im Endeffekt nicht auch weiter Muskelmasse aufbauen könntest. Und das ist ziemlich nice. Sowas nennt man Recomposition, Rekomposition, Muskelmasse erhalten, eventuell sogar Muskelmasse aufbauen, gleichzeitig Körperfettanteil verlieren, weil dann sollte das Gewicht ja in etwa gleich bleiben. Ist aber ein anderes Thema, was wir auf jeden Fall nach dem Minicut vielleicht mal anstreben werden. Ja, das bedeutet für mich also jetzt die nächsten 45 Tage 2850 Kalorien. Ich zeige euch mal nach 2 oder 3 Wochen, wie so der aktuelle Stand ist, ob mein Minicut so läuft wie geplant. Ich trage natürlich immer alles ein in meine Datenerfassung und kann dann eben auch sehen, okay, wie ist tatsächlich meine Gewichtsabnahmerate, hätte ich die, wie sind meine aktuellen Kalorien, ne? Halte ich mich daran, ich kann mal eintragen, tracken, was wiege ich morgens, wie viele Kalorien habe ich gegessen, wie hoch ist meine Aktivität, wie viel habe ich trainiert, wie viele Schritte habe ich gemacht die Woche. Und wenn ich mich an alles halte, dann sollte ich in 45 Tagen 88 Kilo wiegen und ungefähr 12% Körperfettanteil haben. Durch den Minicut erhoffe ich mir eine etwas bessere Ausgangslage für die weitere Offseason, nicht für eine anstehende Diät. Denn durch den Minicut werde ich vermutlich eben wieder mehr Hunger bekommen, mehr Appetit bekommen und auch mein KFA wird wieder etwas sinken. So habe ich anschließend wieder mehr Potenzial, mehr zu essen in den nächsten Wochen und Monaten und weiterhin ordentlich aufzubauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, wenn ihr mal alles mitbekommen wollt. Und peace the fuck, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Einschalten.